Es war schon spät im Deutschen Haus, als endlich der erste deutsche Goldmedaillengewinner Felix Loch im Kufenstüberl ankam. Weizenbier und Blasmusik, es stimmte einfach alles. Und Felix Loch, nun Doppel-Olympiasieger, nach seinen Triumphen hier und in Vancouver, war einfach nur glücklich. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis ich das mal so richtig realisiert habe. Im Moment ja, genieße ich die ganze Sache. Bin froh, dass alles so gut funktioniert hat und ja, genieße einfach die Momente jetzt. Nach nur 3 Stunden Schlaf war am Morgen der nächste Marathon angesagt. Pressekonferenz, Hörfunkinterviews, ob BR, HR oder ARD, Fernseh-Live-Schalten. Einfach alle wollten etwas vom alten und neuen Olympiasieger, von Felix Loch. Dankeschön. Am Abend gab es im Deutschen Haus Bognermode von einst und jetzt. Für Willy Bogner, ehemaliges Skiass, gab es viel Beifall für seine kreativen Ideen. Hier die Stars von gestern und einer hat seine Olympiapremiere noch vor sich. Es ist einfach bis jetzt richtig cool hier, den ganzen Flair und so, ist so viel los und echt ist bis jetzt richtig aufregend und man sieht immer mehr neue Sachen und so und ist echt cool. Und natürlich hoffen wir noch oft auf solche Bilder.